Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Beginn der Sitzung und eine der Tagesordnung sich von den Plätzen zu erheben. Bitte auch die Zuschauer her. Dankeschön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, am Sonntag, dem 11. Juni, erreichte uns die traurige Nachricht, dass der frühere FDP-Abgeordnete und Kollege Michael Denzin im Alter von 73 Jahren unter unglücklichsten Umständen verstorben ist. Michael Denzin wurde am 22. April 1944 in Ribnitz in Mecklenburg geboren. Nach dem Abitur studierte er Volkswirtschaft und Publizistik an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Nach dem Studium war er zunächst Mitglied der Geschäftsführung des Magenverbandes e.V. und anschließend 11 Jahre lang in leitender Funktion im hessischen Innenministerium tätig. Zwischen 1985 und 1991 war er erster Kreisbeigeordneter im Rheingau-Taunus-Kreis. Michael Denzin trat im Jahre 1971 der FDP bei. In seiner langen politischen Karriere war er Kreisvorsitzender, Bezirksvorsitzender und kopiertes Mitglied im Landesvorstand der Freien Demokraten. Von 1977 bis 1985 und seit 1993 war Mitglied des Kreistages Rheingau-Taunus und Vorsitzender der Kreistagsfraktion seiner Partei und der Regionalen Planungsgemeinschaft, später Planungsversammlung Südhessen, gehörte er von 1977 bis 1997 und ab 2006 an. Unserem Hause gehörte Michael Denzin von 1995 bis 2003 an. Ab 1997 bekleidete er das Amt des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der FDP. Er war Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr, gehörte dem Bäderbeirat und Verbraucherbeirat beim Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung an. Im Jahr 2009 wurde er für seine Leistung mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Michael Denzin war ein anerkannter Politiker und unter uns ein allseits geschätzter Kollege. Und er war eine feste Größe der hessischen Liberalen. Der Hessische Landtag wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren und unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seinen Hinterbliebenen. Am Freitag, dem 23. Juni, ist unser früherer Kollege, der SPD-Abgeordnete Gerhard Becker, im Alter von 75 Jahren verstorben. Er wurde am 23. April 1942 in Nidda geboren. Nach der mittleren Reife im Jahr 1959 legte er zunächst die Facharbeiterprüfung zum Starkstromelektriker ab. Er erwarb 1970 den Meistertitel im Elektrohandwerk und leitete von 1971 an 16 Jahre lang eine Montagekolonne im Zweckverband Oberhessischer Versorgungsbetriebe in der Wetterau und im Vogelsberg. Als Gewerkschafter setzte er sich in der IG Metall, in der IG Bausteine Erd und schließlich in der ÖTV, also Verdi heute, für die Belange der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein. 1969 trat er der SPD bei, die SPD Wetterau führte er von 1977 an 20 Jahre lang als deren Vorsitzender. 1982 wurde er zudem zum Beisitzer im Bezirksvorstand Hessen Süd der SPD gewählt. Kommunalpolitisch engagierte sich Gerhard Becker in Nidda, unter anderem als Stadtverordneter, als ehrenamtlicher Stadtrat und schließlich von 1997 bis 2001 als Stadtverordnetenvorsteher. Zwischen 1987 und 2008 war er 5 Wahlperioden lang Mitglied des Hessischen Landtages, wo er zwischen 1995 und 1999 die Funktion des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden begleitete. In seiner langen Abgeordnetentätigkeit gehörte er zahlreichen Gremien an. Er amtierte zwischen 1991 und 1995 als Vorsitzender des Unterausschusses für Atomanlagen und von 2003 bis 2008 als stellvertretender Vorsitzender des Hauptausschusses. Im Mittelpunkt seiner Landtagsarbeit stand seine Mitgliedschaft im Landwirtschaftsausschuss und danach im Umweltausschuss. Und 1999 gehörte Gerhard Becker zur 11. Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland an. Als Gewerkschafter und Politiker richtete Gerhard Becker seine Arbeit stets mit Blick auf die Belange der Arbeitnehmer aus.
Er war ein bürgernaher Politiker und eine feste Größe in der Wetterau und der Hessischen SPD. Gerhard Becker war ein verlässlicher Gegenüber in Angelegenheit, die man mit ihm gemeinsam vereinbart. Der Hessische Landtag wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seinen Hinterbliebenen. Werte Kolleginnen und Kollegen, erlauben Sie mir in dieser Stunde hier einige Anmerkungen zum Tode von Helmut Kohl. Wir gedenken einer deutschen und europäischen Persönlichkeit des 20. Jahrhunderts, die unser Land und diesen Kontinent in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts maßgeblich gestaltet hat. Am Freitag, dem 16. Juni 2017, ist der ehemalige Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland im Alter von 87 Jahren gestorben. Helmut Kohl wird zu Recht über die Parteigrenzen hinweg in den Würdigungen und Kommentierungen, in Rückblenden und Analysen als der Kanzler der Einheit bezeichnet. Die Wiedervereinigung Deutschlands und die Vollendung der europäischen Einheit werden wesentlich mit seinem Namen verbunden bleiben. In der Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland hat Bundeskanzler Helmut Kohl nach Bundeskanzler Adenauer mit dessen Politik der Westbindung und Bundeskanzler Willy Brandt mit seiner Politik der Öffnung nach Osten gleichsam den für jedes Haus so wichtigen Schlussstein gesetzt. Ganz im Sinne der Präambel unseres Grundgesetzes hat er die Einheit der Deutschen zum Erfolg verholfen und zur Selbstbestimmung vieler europäischer Völker in Osteuropa entscheidend beigetragen. Wir wissen, dass friedensorientierte Weltgeschichte immer vieler Persönlichkeiten bedarf. In diesem Zusammenhang erwähne ich ebenso Politiker wie Gorbatschow, Bush oder Mitterrand, die unserem Land und unserem Kontinent diesen Weg ermöglichten. Helmut Kohl war ein großer Freund unseres Bundeslandes Hessen und als solcher auch Ehrenbürger der Stadt Frankfurt am Main. Frankfurt als europäische Finanzhauptstadt und als Sitz der Europäischen Zentralbank ist ohne Helmut Kohl nicht denkbar. Als überzeugter europäischer Föderalist hat er immer die Region Europas im Blick und hat dafür gesorgt, dass sie eine aktive europäische Rolle spielen können. Das Europa der Regionen entsprach den Vorstellungen des Landespolitikers Helmut Kohl. Er setzte dann als bundes- und europapolitische Akzente föderale Schwerpunkte, ohne dabei einen Bundesstaat im Auge zu haben, einen europäischen Bundesstaat. Helmut Kohl zeichnete diesbezüglich Geduld, Augenmaß und Besonnenheit aus, Eigenschaften, die gerade für das Nachkriegsdeutschland unverzichtbar waren und auch heute und in Zukunft sind und sein werden. Das Notwendige zu tun, wenn es an der Zeit ist, und dann dieses zu Ende zu führen, gehörte zu den Charakteristika Kohlscher Politik. Der Euro sei dazu als Beispiel genannt. Mit Helmut Kohl, meine sehr geehrten Damen und Herren, geht eine herausragende Persönlichkeit der Nachkriegszeit aus diesem Leben. Heute gedenken wir im Hessischen Landtag seiner mit großem Respekt. Ich danke Ihnen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Tagesordnung vom 20. Juni 2017 sowie ein Nachtrag vom heutigen Tag mit insgesamt 63 Punkten liegen Ihnen vor.
Wir haben im Nachtrag die entsprechenden aktuellen Stunden der Tagesordnungspunkte 59 bis 63 gemäß unserer Geschäftsordnung ab 32 Absatz 6. Behandeln wir diese am Donnerstag ab 9 Uhr. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend beschlossene Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehung sichert Solidarität im Föderalismus und entlastet Hessen ab 2020 jährlich um mehr als eine halbe Milliarde Euro, Drucksache 19/5044 mit Dringlichkeit bejaht. Das ist der Fall. Dann ist dieser dringliche Entschließungsantrag Top 64 und wir rufen ihn mit Top 2 auf. Auch kein Widerspruch wird zu verfahren. Kann ich die Tagesordnung als genehmigt ansehen jetzt? Das ist offensichtlich der Fall. Kein Widerspruch. Dann ist das unser Ablauf. Wir tagen bis 19 Uhr. Ich will darauf hinweisen, dass wir heute Abend eingeladen sind von den Evangelischen Kirchen in Hessen. Das müssen wir zumindest mal im Hinterkopf haben, unbescheid der Tatsache, dass Ausschusssitzungen stattfinden. Wir beginnen mit der Fragestunde und dann kommen wir zur Top 2. Frau Kollegin Müller fehlt heute ganztägig. Ja, und Herr Abg. Corrado Di Benedetto fehlt ebenso ganztägig, hiermit entschuldigt. Heute Abend wird die Fußballmannschaft des Hessischen Landtages gegen eine Mannschaft des SV Bischofsheim antreten. Anpfiff ist um 20 Uhr. Parallel findet nur noch eine Tagung im Ausschuss statt. Ansonsten könnt ihr also zum Fußball gehen oder zur Evangelischen Kirche. Wir können das freistellen. Heute Abend, wie gesagt, wird der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz im Sitzungsraum 204 zusammenkommen, sofern für den Gesetzentwurf, der auf der Einladung steht, eine dritte Lesung beantragt wird. Der Innenausschuss kommt ebenfalls im Anschluss an die Plenarsitzung im Sitzungsraum 501a zusammen. Und der Petitionsausschuss wird heute Abend im Sitzungsraum 510w tagen. Die Sitzung des Ältestenrates, zu der ebenfalls eingeladen wurde, wird heute Abend nicht stattfinden. Die Einigkeit herrscht für den dringlichen Gesetzentwurf, der auf der Einladung steht, keine dritte Lesung zu beantragen. Ich möchte einem Kollegen zu seinem runden Geburtstag gratulieren. Ich kann es gar nicht ausrechnen, das ist noch so jung. Herr Kollege Siebel, wo ist er denn? Er ist momentan nicht da, der wird nur feiern. Wir werden jetzt einführen, wenn ein Kollege, der Geburtstag hatte, nicht da ist, gibt er mir einen aus. Ich trinke dann für alle. Danke ihm, schönen Gruß, werde ihm herzlich gratulieren und wünsche ihm alles Gute. Dankeschön. Danke.